Blub blub Leute, willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2 Ego Draconis Flames of Vengeance DLC. Wir stehen wieder im Freudenhaus, weil, warum auch nicht, aber wir können jetzt endlich das Zimmer das letzte untersuchen, das werden wir tun. Denn hier soll es ja von einem seltenen Untoten, nämlich einem natürlichen Untoten, heimgesucht worden sein. Prinz Michaels Leiche. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Natürlich plündern wir den Prinzen aus, ist mir doch wurscht. Der hat es auch nicht besser verdient. Und ja, ich habe gesehen, dass da was liegt. Ein legendäres Steinamulett des Heiligen der Magiegötter. Nicht schlecht. Ein legendärer Kriegsgürtel des Erzmagers der Kriegsgötter. Ja. Das ist alles nur so random Crap Loot, ey. Ich hätte gerne mal was Ordentliches, Leute. Feenstaub? Wie passt das denn jetzt bitte dazu, Leute? Ich kann nicht mehr scrollen. Warum darf ich jetzt aber mal nicht mehr scrollen? Jetzt darf ich wieder scrollen. Wow, wie bescheuert, ey. Deswegen konnte ich nicht scrollen, aha. Da haben sie ein bisschen. Das ist ein bisschen buggy. Das ist definitiv ein Bug. Weil das nur scrollen zulässt, wenn das hier nicht mehr auf die Seite passt. Solange das auf die Seite passt, darf ich nicht scrollen. Das ist ziemlich beknackt. Dreifachmord. Und dann auch noch in der Rue Lanilor, ne? In der Straße Lanilor. Lanilor war eigentlich so ein cooler Charakter im ersten Teil. Staub zu Staub. Ich habe ein unbekanntes Pulver in Prinz Michaels Zimmer gefunden. Sonst nicht. Sonst nicht. Ich finde, das war die Olde da vorne. Obwohl, warum sollte sie eigentlich Etablissement so fertig machen? Vielleicht soll ich mit ihr erstmal reden? Ich hoffe sehr, dass ihr den Mörder des Prinzen findet und tötet. Ich bin ihm auf der Spur. Attentäter? Ich bin ihm auf der Spur, Mädels. Alles gut, alles gut. So, Frau, jetzt sag mal, was hier los ist. Ihr seid es. Wie laufen die Nachforschungen, Schätzchen? Ich habe diese blasse Substanz in Prinz Michaels Zimmer entdeckt. Sagt sie euch etwas? Schätzchen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nein, dazu fällt mir gar nichts ein. Mal überlegen, kennt ihr Chanel? Sie ist eine großartige Alchemistin. Da muss ich eh hin, das ist super. Ich bin mir sicher, dass sie euch hierbei weiterhelfen kann. Ihr habt euch wohl. Yay, sehr gut. Sehr gut. Zu der Troller müssen wir eh noch, wegen dem Parfum. Das trifft sich super. Dann müsst ihr auch gleich wissen, wo die ist. Die war doch hier oben. Weißt du, was man sich so nicht sagt? Was? Dass wenn du als einen dieser Beta lebenden Toten umbringst, deine Seele mit deiner verschmilzt. Die labern wieder Blödsinn, die Klatschweiber, ey. Chichanel? Nein, Taurus. Ah, ich glaube, das hier war Chichanel. Sehr gut. Also, Mädel, wie sieht's aus? Da haben wir es. Das Ganze war wirklich nicht einfach, aber die fünfte Destillation war ein großer Erfolg. Hier, riecht an diesem göttlichen Duft. Der Duft ist wirklich überirdisch gut. Mein Onkel hat wahre Wunder vollbracht. Er war ein echter Künstler. Schade, dass nur wenige Menschen seine Leidenschaft für Parfums als das verstanden haben, was sie ist. Nämlich sowohl Wissenschaft als auch Kunst. Wie auch immer, ich möchte euch dafür danken, dass ihr unserem gemeinsamen unglücklichen Bekannten geholfen habt. Hier, nehmt ein Fläschchen dieses Parfums. Man weiß nie, wann man so etwas brauchen kann. Okay. Und sie hat die Preise gesenkt. Sehr schön. Willkommen zurück bei Chichanel. Ich habe dieses merkwürdige Pulver an einem Tatort drüben bei Madame Eva gefunden und sie hat mich zu euch geschickt. Wahrscheinlich gab es Probleme mit einer der eiklen Cremes, die ich für sie erstelle. Und sie ist pulverisiert. Kann ich mal einen Blick drauf werfen? Nein, das ist was anderes. Es ist Feenstaub. Sehr, sehr selten. Wusstet ihr, dass dieses Pulver in einigen sehr starken Tränken verwendet wird? Aber man kann damit auch alle möglichen Flecken beseitigen, wenn man sich das leisten kann. Die letztgenannte Wirkung kann man aber wieder rückgängig machen, wenn man über die passenden Essenzen verfügt. Ich habe sogar welche da. Hier, bitte sehr. Vielleicht warten ja dort, wo ihr das Pulver gefunden habt, Geheimnisse darauf aufgedeckt zu werden. Dann noch einen schönen Tag. Bye-bye, Mädel. So, erstmal das Parfüm angucken. Gegenmittel für Feenstaub, okay. Das brauchen wir ja jetzt, unbedingt sogar. Und das Parfüm? Gehört das hier mit zu? Nee, ist kein neuer Trank sonst. Wir haben natürlich noch diese Tränke, die wir auch loswerden wollen. Obere Zimmer von Phönixhof, Händelschlüssel. Unter einer Brücke müssen wir mal suchen. Oh, ich glaube, ich weiß, welche Brücke da gemeint war. Das habt ihr mir nämlich gesagt. Vielen Dank dafür. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer das genau gesagt hat, aber
Baldini's Duft, Fantastisches Parfum. Okay, dann werden wir wahrscheinlich nochmal zu Baldini müssen damit. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Gleichzeitig, okay, was brauchen wir noch? Brücke und wir brauchen, hier ist doch die Brücke. Genau, ist die Brücke doch eingestürzt. Hat er das hier verloren, den Schlüssel? Also ihr habt mir gesagt, ich muss unter der Brücke suchen nach dem Schlüssel. Aber das sieht ja nicht aus, als müsste ich hier wirklich hin. Das wäre ja bugfest ohne Ende. Vielleicht auf der Brücke? Ich glaube, er hat mir das auch gesagt, aber ich habe es in dem Moment direkt schon wieder vergessen, weil so viel Infos hier direkt am Anfang, Leute. Das kann ich mir nicht alles merken, es tut mir leid. Ich versuche es immer sehr und ich versuche auch meistens direkt von meiner Auffassungsgabe her so weit zu kommen, dass ich direkt das auch erkenne, was ich brauche, aber es gibt einfach manchmal viel zu viel Zeug. Wo? Es fehlen immer noch zwei dieser Schalter für Bellegas Versteck. Hier ist auf jeden Fall auch noch ein Typ, mit dem wir reden wollen. Ich hoffe sehr, dass ihr mir meine Tränke schon bald bringt. Noch nicht. Ich hoffe sehr, dass ihr hier. Mir... Wunderbar, sehr gut gemacht. Diese werden selbst die schwersten Wunden im Nu heilen und so viele Opfer in alle Rot aus der kalten Umarmung des Todes reißen. Aber gebt dazu, ihr seid froh, dass ihr die Tränke holen durftet. Bleibt ja wohl. Ich dachte, er gibt mir vielleicht was für die Trolle oder so, für diese Trollstatuen. Das müssen wir uns auf jeden Fall mal merken. Ich weiß nämlich nicht, wie wir die Tür da noch öffnen können. Naja, wir haben erstmal alle 5 Tränke, das ist gut. Direkt zurück zum Freudenhaus sonst. Für das mit dem Schauspielhaus war ich einfach noch zu schwach, leider. Wenn ich doch noch mein altes Schwert hätte, den Impfspalter. Hier. Gucken wir mal. Drachenritter, gut, dass ihr da seid. Es ist wirklich furchtbar. Ich habe sie gesehen, die Kreatur. Sie kam zu den Leichen zurück und hat die Wachen getötet. Sie war's. Sie könnte überall sein. Ich habe solche Angst. Ich glaube nicht, dass sie hier irgendwo ist. Ich glaube, sie ist die Kreatur. Ihr werdet mich nicht im Stich lassen, oder? Für einen Drachenritter wie euch sollte doch dieses Monster kein Problem sein, nicht wahr? Gott, diese laszive Stimme ist so mega. Ja, aber guck mal, Schweinchen lebt noch. Oink, oink. Oinki, oink, okay. Die Leichen wurden hier wohl rausgezerrt. Ha. Da liegen die toten Wachen leider. Ja, hier hat man die Leichen auch rausgezerrt. Okay. So, mal gucken. Kein Risiko. Oh, die arme Schanfa. Oh, und die Leichen sind verschwunden. Ha. Huh. Wieso sind die Leichen verschwunden? Kann ich hier das Gegenmittel einfach einsetzen? Ich dachte mir, dass das so geht. Ziemlich verwirrend eigentlich gemacht. Staub zu Staub. Dankeschön. Mehr XP. Und hier ist gar nichts. Willst mich verarschen? Der Dreifachmörder. Ich habe den Feentrank benutzt und Blutspuren im Zimmer gefunden, wo sie wohl hinführen. Ja, die habe ich eben schon gesehen. Schnell das Parfüm fertiggestellt und war sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Baldini ist doof. Nach all dieser Zeit wird sich Baldinis letzter Traum nicht erfüllen, wenn ich das Parfüm zu ihm bringe. Ja, das dachte ich mir. Okay, auf der anderen Seite könnte ich auch einen Batzen Geld damit verdienen. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Ach, hier sind... Oh, interesting. Ah, okay. Ach ja, plötzlich ist da einfach mal so eine riesige... Wow. So eine riesige Falltür erschienen. Kann ja mal gar nicht sein. Wir sind kurz davor, auf etwas zu stoßen. Haltet die Augen offen und eure Waffe bereit. Ja, kannst aber glauben, dass ich das werde. Ich krieg auch noch ein Autosave. Alter, was ist hier denn los? Was seid ihr denn für ekelhafte Viechers? Alter, sie sind so stark, ey. Alle 38 schon. Ich wette, das hier schaffe ich auch nicht später. Oh ja, halt euch hoch, ne? Ich kann nicht. Sowas haben wir gerne.
Ich kann nicht. Der Penner heilt. Dreckige Priesterbande. Noch nicht. Ich kann nicht. Oh, wie ich den Priester nicht tot bekomme. Schaut euch das an. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. I'm dead. Ey, viel zu viel Geschiss. Ey, das gibt's ja gar nicht. Dreckigen Penners. Dreckigen Schweinebären. Was soll ich denn da bitte machen? Die heilen sich einfach zu schnell hoch. Kanalschleimkreatur. Ah, ich habe gehofft, dass die Heilung nicht gut genug durchkommt. Sehr gut. Das Vieh wird schon mal nicht geheilt. Das ist sehr schön. Noch nicht. Ich könnte... Die machen zu viel Damage. Jetzt einen Trank vertragen. Way too much damage. Way too much damage. Oh, jetzt habe ich die mir auch angelockt. Toll. Das ist ja eine wahre Freude hier. Noch nicht. Noch nicht. Okay, Priester, down. Yes. Sehr schön. Das ist super, wenn der Priester schon mal tot ist. Ich kann nicht. Aber Mr. Kommandante heilt sich auch wieder hoch, der kleine Drecksack. Fracking Penners. Aber schön, dass du mir hier aufgemacht hast. Nein, 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 hier wird nicht. Hier wird nicht abgehauen. Ich kann nicht. Machen wir noch hier Kanalschleimchen kaputt. Kein Mana mehr. Ich habe ja auch kein Mana mehr, das ist ja wunderschön. Nimm mal. Oh ja, geil. Dann noch Polymorph, ne? Schönste Zauber im ganzen Spiel. Habe ich gehört. Oh, jetzt heilt die sich wieder hoch, die Seuche. Noch nicht. Ich hasse Hochheiler. Ja, diesmal kommt sie nicht dazu. Hahaha. Gotcha. Sehr gut, die ist tot. Der ist tot. Mr. Kommandante. Oh, du Sau, ey. Jetzt machst du noch so Feuerscheiß. Das ist mein Feuerscheiß. Yes. Okay. War of Attrition, people. War of Attrition. Aber diesmal haben wir es geschafft. Das ist sehr schön. Das speichern wir natürlich. Der Sockel. Ja, den sprechen wir gleich an. Ich denke, hier müssen wir hin. Aber da hinten nicht unbedingt. Weil Streckbänke und so ein Scheiß. Wow. Was hier unter dem Freudenhaus wieder abgeht, ne? Überall der Folterkeller. Vielleicht gehörte das mal zum Freudenhaus. Who knows? Wie kannst du es wagen, diese Gruft mit deinem ekelhaften Atem, der nach Leben stinkt, zu schänden? Du magst auf der Suche nach ihm sein, aber du wirst ihn nicht finden. Ich werde es nicht erlauben, dass du sein Grab betrittst. Okay, du standest wahrscheinlich mal auf ihn. Noch also nicht. Rote. Machen wir Rote mal platt. Die wird wahrscheinlich ziemlich reinhauen, nicht. Vor allem weil die Level 38 ist. Noch nicht. Also versuchen wir mal gegenzuheilen. Noch nicht. Oh mein Gott, hauen die rein, ey. So mache ich noch mehr nicht. Schaden. Oh, damn. Ja, und da kommt gleich noch einer rein. Ich bin tot. Ich bin schwer verletzt. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Dreckigen Zauber. Oh, jetzt bin ich auch noch Polymorph. Ich glaube, es hackt. Ich brauche schon wieder einen Trank, einen Trank, einen Trank. Warum geht der nicht? Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Ja, was soll ich machen? Ich war einfach nur gestunt für 25 Minuten. Das ist so bescheuert. Ich hasse sowas in Spielen, ne? Wenn du aber gestunlockt bist und nichts tun kannst. Mein schönes Speichern sollte aber davor sein. Okay. Gucken wir vielleicht doch erstmal, was hier ist. Nichts. Ich kann nichts tun. Also, ah, das ist das Grab. Okay, ich muss erst zu Rota, muss sie platt machen und dann kann ich hier was machen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, Leute. Also... Aus dem Grund. Das magische Trommelfeuer verbessern wäre gut, ne? Oh ja, schaut euch den Unterschied an, ja.
Wir nehmen das Trommelfeuer, weil was soll ich tun? Ich brauche ein bisschen mehr Damage. Mit ein bisschen mehr meine ich asozial viel mehr. Warte mal. Du gehst nochmal zurück. Du am besten auch. Und dann warten wir kurz, bis das besser geworden ist, damit ich die neu beschwören kann und die ein bisschen fitter sind und hoffentlich dann auch mehr Schaden machen. Die zu besiegen wird wieder ein Spaß, ey. Ich sag's euch. Und die ist ziemlich, ziemlich stark, aber danach steigen wir definitiv ein Level auf. Wir sind 2 Level unter ihr. Ist gar nicht mal so viel, Leute. Ist nicht so viel Unterschied. Wir können das schaffen. Ich glaube daran. Oh Mann, ich glaube daran. Sonst gibt's hier nichts, ne? Ich meine, zum Glück bin ich dem Typen nicht da reingefolgt. Das wäre der absolute Tod. Weil meine Viecher draußen sind. Okay, haben wir das schon mal gesichert, die Zeit, die wir hier jetzt gebraucht haben. Tut mir leid, dass das jetzt 2 Minuten dauert, aber... Ne, ich muss mich vorbereiten hier auf den Kampf. Na komm. Schnapp sie dir! Ja. So, und jetzt gönnen wir uns noch mal ein bisschen was, was uns Mana wiedergibt. Los, meine Untertanen! Du auch. Und dann schauen wir mal... Mehr Int ist gut. Mehr Resistenzen sind immer gut. Ja, gehen wir nochmal in Universalresistenz da rein. Auch wenn es so eine geringe ist, ist besser als gar nichts. Mehr Gewandtheit, mehr Stärke. Ist mir ganz egal, welcher Trank ist. Okay, passt schon. Let's go. Wie kannst du es wagen, diese Gruft mit einem ekelhaften Atem, der nach Leben stinkt, zu schänden? Du magst auf der Suche. Ich kann es doch nicht überspringen, sein, Leute. Du wirst ihn nicht finden. Ich werde es nicht erlauben, dass du sein Grab betrittst. Okay. Gucken wir mal, dass die uns nicht alle treffen können. Das ist immer das Schlimmste. Wenn alle einen treffen können gleichzeitig, hast du einfach keine Chance. Dann machen die dich aber mit der Übermacht nieder. Ich kann nicht. Okay, sind wir mal ein bisschen vorsichtiger, gönnen uns direkt eine Verjüngung, auch wenn es so eine geringe ist. Ich könnte jetzt... Oh damn, jetzt bin ich im Hintern. Im Traum. Noch nicht. Warum geht ihr eigentlich alle auf mich? Ich habe hier noch ein paar Viecher, Leute. Ich kann nicht. Oh. Passiert irgendwie keinen, ne? Ich bin schwer... Ja, ich bin schon wieder so tot, ey. Da kommen jetzt gleich noch ein paar riesige Feuerbälle oder so ein Scheiß rein und dann bin ich down. Einen Trank vertragen. F drücken. 6 drücken. Und wir gönnen uns noch einen geringen Verjüngungstrank. Ich fühle mich gar nicht gut. Ich kriege aber auch keinen Tod, ne? Ich kann nicht. Weil die alle so scheiße stark sind, ey. Nehmen wir noch eine enorme Heilung. Keine Ahnung, nehmen wir noch eine? Außergewöhnliche will ich nicht nehmen. Ja, ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Ich kann nicht. Die! Yes, 2 tot. Alter, sind die stark, ey. Ist die Olle noch dabei? Super. Können wir den schnell ausrotten? Wo sind meine Viecher sind draußen, deswegen bringt das nichts. Das war ja super darauf zu warten, ne? Ich kann nicht. So, aber gleich seid ihr tot. Ich kann nicht. Kein Wunder, dass ich hier so abkratze, wenn ich das alles alleine machen muss. Da hinten. Sack, ey. Noch nicht. Okay, schnell nochmal Bewegung. Da habe ich wenigstens eine Menge von. Ich kann nicht. Weh, die beschwört noch ein paar von den Pennern, ne? Oh, sehr schön. Noch ein Aufstieg. Der ein hilft. Ein weiterer Gegenstand für die Monies. Für meine Sammlung. Ich kann nicht. So, gleich haben wir sie. Jetzt alleine kann die Alte mal wieder nichts. Das ist so typisch.
Masse statt Klasse, Leute. Masse statt Klasse. Aber naja, ist in den meisten Spielen so, ne? Okay. Göttliche Veredelung. Dafür, dass sie so göttlich ist, ist die aber nicht wirklich geil. Hübsch. Intelligenztrank ist nice. Die Frage ist, gibt's hier noch was Schönes? Aber das sind wohl irgendwelche Gräber, die da drunter waren und war die Trulle irgendwie eifersüchtig oder sowas? Ich meine, I don't know. Wäre zumindest verständlich. Unter einem Freudenhaus möchte ich auch nicht unbedingt leben. Ein bisschen Lebensenergie, ein bisschen mehr Stärke. Ich brauche unbedingt mehr Stärke. Damit ich nicht ganz so auf Zauber angewiesen bin, aber meine Zauber machen trotzdem gut Schaden. Das ist nice. So, kann ich jetzt irgendwas hier machen? Ah, okay, einer der Kristalle. Ich hoffe, ich habe beide. Nein? Das sitzt fest. Damn, muss ich durch noch so einen Scheißkampf? Oh ja, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay, das haben wir auf Max. Ich könnte Heilung verbessern. Aber das heißt nur, dass das schneller zieht. Nicht, dass ich mehr Heilung bekomme. Weil ihr seht's ja, 5 mal 42 sind 210. 4 mal 56 sind 200. Okay, es ist ein bisschen mehr Heilung. Bisschen. Wirklich minimalst. Da wäre der eigentlich als extra Heilung noch super, ne? Nicht Meisterbeschwörer. 10% Stärkezuwachs eigentlich nice. Aber da wäre Geistbeschwören definitiv noch gut. Wenn ich ihn nur gut hochpowern könnte, aber ich habe nicht so viele Punkte, Leute. Ich habe nicht so viele Punkte. Ich nehme mal die Heilung hoch. Heilung Hauptsache mal auf 10 bringen. Aha. Okay. Ich dachte schon, ich wäre hier falsch. Oh, da ist noch was. Ein weiterer Gegenstand für ein bisschen Malachiterz, warum das hierher kommt. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass es hier ist. Hier geht es auch nur zu einer Truhe, aber vielleicht ist hier wirklich der Kristall drin. Ja, da ist der andere Kristall. Oh shit, das ist doch noch Mega-Gift, ey. Los, hackt. Ja, toll, auf die blöde Plattform muss ich jetzt leider nochmal warten. Obwohl, scheiß drauf. Ich muss ein Heilmittel finden. Ach, Quatsch, du musst gar nichts. Dieses Gift bringt mich um. Das geht, Mädel, das geht. Okay, bin ich hier richtig? Ja. Kristall Nummer 2. Und damit haben wir's. Klick, klack. Yes. Oh, shit, das ist der. Und da kommen noch ein paar mehr. Oh Gott, das wird ja wunderschön, Freunde. Aber wir müssen jetzt im Level sein dafür. Mal gucken. Ja, da ist mein Dämon gleich weg. Ich würde lieber nochmal neu beschwören. Ja, obwohl, wir beschwören den da drin. Es wäre schön, wenn mein Vieh mitkommen würde. Du blödes Vieh, komm jetzt mit. Okay. Kommst du jetzt bitte hier hin? Oh Mann. Ja, wie wär's? Du bist doch echt zu doof, ey. Egal, müssen wir es halt hier drin beschwören. Ist mir jetzt zu blöd, darauf zu warten. Direkt den beschwören aus wir der jetzt Hölle. Hier, aber. Yannick. Kann auch noch Yannick heißen, ey. Ich kann nicht besiegt werden, solange meine Diener lebendig in den Gräbern liegen. Und wer wird auf die Idee kommen, sich an Gräbern zu schaffen zu machen? lebendiges Fleisch, wie ich das hasse. Warmes Blut und warmer Atem. Pumpend, fließend, atmet. Ihr tut nicht gut daran, euch hierher zu begeben. Mit eurem Herzschlag laut wie Kirchenglocken. Zu lange habe ich am Akku des Todes balanciert. Meine Gastfreundschaft hat darunter gelitten.
Das habe ich mir schon gedacht, als ich eure beachtenswerte Sammlung an Körperteilen gesehen habe. Gibt es dafür vielleicht einen anderen Grund als eine recht exzentrische Forschung von Innenarchitektur? Ich weiß, dass ihr ein sadistischer Mörder seid, daher wünsche ich nicht eure Gastfreundschaft, sondern euer endgültiges Ende. Ja, nehmen wir eins. Ich kann es nicht ausstehen. Dort oben liegen und feiern sie und ich... Ich muss hier im Dunkeln hausen, dazu verflucht, weder Himmel noch Hölle zu erleben. Aber nicht mehr, so nicht. Solange sie über meinem Grab feiern, werden sie nur den Tanz des Todes hinlegen. Weder ihr noch irgendjemand sonst kann mich aufhalten. Wenn ihr mich jetzt tötet, werde ich, Jake, eines Tages wieder zurückkehren. Jake? Wir haben Jake doch schon ein paar Mal gekillt, ey, der Drecksack. Divine Divinity, Leute. Divine Divinity, ich sag's euch. Oh, damn. War das er? Nee, das ist der Priester, okay. Ich muss hier richtig Damage raushauen gegen den Typen. So, damit er nämlich nicht mehr wiederkommt. In den Gräbern sollen wir nachgucken, Jake. In welchen Gräbern? Aua. Was für ein scheiß Priester-Assi. Noch nicht. Okay, aber der Feuerball haut rein. Ah, aber da kann ich nicht gegen ankommen. Das ist ein scheiß Heal, ey. Ey, wie er nochmal geheilt wurde, die Sau. Ich kann nicht. Du kannst mich nicht verletzen. Ah. Ich wurde vergiftet. Ja, und da unten ist natürlich ein Mega-Gift. Welche Gräber? Welche Gräber sind damit gemeint? Oh, noch so ein Assi-Priester. Sag mal, wo kommen die ganzen Schweinepriester her? Ich... Noch nicht. Welche Gräber? Sind das die Gräber, die da gemeint sind? Ja, die da kriege ich auch nicht tot. Das ist wieder mal wunderschön. Ich kann nicht. Ist doch wieder wunderbar. Oh. Kleine Truhe. Was für ein Buch war dabei? Kein Questbuch. Sondern ein besudeltes Manuskript. Endlich, endlich. Ich werde unbesiegbar sein. Es hat Jahre gedauert, bis ich mir in diesem verfluchten Tanz in Seepferdchen Zugang zum verbotenen Archiv verschaffen konnte. Aber endlich ist es mir gelungen und ich habe jetzt den Zauber, um Leichen zu binden. Mit diesem Zauber kann mich niemand mehr aufhalten. Nichts kann mir noch etwas anhaben. Ich muss... jetzt nur noch ein paar Leute töten. Vier sollten reichen. Ihre Leichen hierher bringen, sie vergraben. Den Zauber sprechen, das war's. Dieser Altar wird mich beschützen und jeden Schaden, der mir gilt, auf die gebundenen Leichen ableiten. Ein perfekter Plan ist das, denn niemand wird den Altar finden und so wird mich niemand aufhalten können. Der einzige Weg, diesen Phantasmenzauber zu beenden, wäre, die Leichen auszugraben und sie erneut zu töten, um sie in die Halle Seelen zu schicken. Aber sie sind so gut versteckt unter all den Gräbern. Wie soll ich hier bitte ausgraben, Freunde? Ich habe keine Schaufel. I don't know. Ah! Ich wurde vergiftet. Ah, hier. Ah, okay. Wie kannst du es wagen, die Tote zu schwören? Folo! Ich werde dafür sorgen, dass du wie ein Schwein am Spieß schreist. Das war doch der Schweineliebhaber. Erwache, mein Tierchen. Oh, da müssen wir die Troller auch erledigen und so. Die komischen. Die wir, denen wir doch mal geholfen haben sogar. Okay, aber Folo hat's irgendwie drauf, traurigerweise. Mehr im Tode, als er es im Leben drauf hatte. Gönnen wir mal den netten... Ah, ich darf nicht. Begrenzte Verjüngung, maybe. Dass wir ein bisschen mehr Mana bekommen. Noch nicht. Gut ist ja, wir haben ja auch Mana-unabhängigen Schaden auf der 4. Und Umschlag. Noch nicht. Ja, ich mag die 3. Also dieses Trommelfeuer ist genial. Ich bin so froh, dass wir den Zauber wenigstens genommen haben. Polo down. Aha, nur noch drei weitere. Aber vor allem, er hat es doch nicht jetzt erst gemacht mit der Leichenbindung. Das finde ich so beknackt einfach. Ich muss ein Heilmittel finden. Oder die Gold rum. Hübsch.
Nehmen wir natürlich mit. Aha, hier ist der nächste. Ich wurde vergiftet. Sieht man am Schein. Wer bist du denn? Wer seid ihr? Ich weiß nicht, wer du bist. Michael, aber dein lebendiger Körper widert mich an. Komm, lass mich an deine Gurgel. Das wird dir gefallen. Okay. Ich kann nicht. Ja, Michi, ich glaube, wir müssen dir mal ein bisschen an den Kragen, mein Freund. Dauernd wird man hier beschossen, ne? Das ist ein blöde Quest. Wie er voll rumstöhnt, ey. Ja, wie im Leben so im Tod, hä? Wie im Leben so im Tod. Ich kann nicht. Ich mach so wenig Schaden hier. Ich brauche echt bessere Waffen, Leute. Ich kann nicht. Na komm. Ich kann nicht. Ist er gleich down? Er ist gleich down. Yes! Michi ist down. So, noch zwei. Und das sind jetzt die beiden Trullers. Die Truller und der Typ. Der Schmied, die sich abgesetzt haben. Wo sind meine Viecher eigentlich? Die hängen da hinten irgendwo rum. Das ist ja toll. Schön, dass ihr gar, zu gar nichts taugt, ey. Ich wurde vergiftet. Ich hoffe, die restlichen Kanalghule und Zombies hier, die gehen hier auch drauf. Ich muss ein Heilmittel finden. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Ja, ich kriege auch gerade tierisch eine rein. Ich habe kaum noch Tränke, ey. Hier ist ein Grab. Oh, das sind beide. Wie es aussieht. Dirk und Dana. Die Stimme passt überhaupt nicht. Kalt, sie ist warm. Lass uns ihr Blut trinken. Wie sie alle immer von einem naschen wollen, ne? Ist voll schlimm. Gierig und tot. Vor allem jetzt zwei von der Sorte finde ich aber nicht so geil, ne? Die waren ja sonst ziemlich stark schon. Ich bin schwer verletzt. Aber jetzt, ey, wow. Ja, genau das habe ich mich befürchtet. Fast schon wieder tot. Nehmen wir mal überirdische Verjüngungsgedönse. Ich kann auch hier raus, das ist gut. Ich kann sie rauslocken. War schon der Kais. Noch nicht. Fand ich schon immer scheiße, mein Freund. Noch nicht. Na komm. Zauber helfen hier, aber ich habe halt nur begrenztes Mana. Das ist schon kacke. Ja, jetzt haben wir ihn. So, Dirk ist tot. Jetzt fehlt nur noch Dana, die Olle. Schabragge. Wenn du tot bist, darfst du gerne an meiner Seite Angst und Schrecken verbreiten. Das war's dann. Ich kann nicht. Du kannst mich nicht verletzen, kümmerliche Kreatur. Eigentlich wäre es schön, wenn man die auch töten könnte, wenn man ihm Schaden macht. Weil eigentlich soll ja aller Schaden auf diese Leichen gehen, ne? Okay, sie ist down. Haha. Nichts mehr mit Leichen und Altar und dem Blödsinn. Oh, ich hasse Jake. Ich hab schon Divine Divinity gehasst. Hoffentlich landest du im Magen eines Dämons und wirst durch endlose Gedärme verdaut. Wenn ich mir deinen Körper nicht durch List nehmen kann, muss ich wohl meine kalten Klauen anlegen. Kannst es sehr wohl versuchen. Oh, der ist auch noch Stufe 39. Guten Tag. Noch nicht. Oh. Verdammt. Kein Mana mehr. Ich hab mir gerade gedacht, ich krieg noch nicht genug Schaden noch rein, nicht. Ey. Ja, aber dich hacken wir weg, auch wenn es ein bisschen länger dauert, ist okay. Damn, der haut aber auch ganz schön rein, ne, der Drecksack. Ich kann nicht. Das ist so gut. Na komm, der Part geht schon zu lange, Jake. Du musst mal ganz normal sterben. Oder Yannick. Nicht Jake, aber besser. Na komm. Nochmal eine kleine Heilung für die Gary Linde. Moin.
Oh, mein Dämon ist hin. Wow, der hat meinen Dämon gekillt. Ist aber nicht nett, Yannick. Ja, komm schon, jetzt aber. Die. Nimm das. Yes. Gut XP bekommen. Tada, wir bekommen Crap von ihm. Und die anderen Viecher leben leider noch. Warum leben die noch? Das war voll nicht nett, ey. Ich habe nicht wirklich Bock, die kaputt zu hauen. Was gibt's denn hier Schönes? Zombie Jakes Ring. Ein seltsamer Ring, auf dessen Innenseite eine Nachricht sowie der Name Thelyron Hashnitor eingraviert wurde. Der Ring, den Jake getragen hat. Ich erkenne ihn wieder. Dieser alte Dieb muss ihn Thelyron Hashnitor entwendet haben. Einem Kommandanten des Rates während der Zaubererkriege. Hashnitor der Heuchler, wie ich ihn gerne nenne. Ja, er hat sich gegen das Chaos gestellt. Danach hat er in Katakomben direkt über mir ein langes, untotes Leben geführt und sich dabei denselben dunklen Mächten hingegeben wie ich. Ja, das genau, aber das haben wir in Divine Divinity ja gesehen. Ahnung, wovon ich rede, oder? Vielleicht werdet ihr es ja zu einem späteren Zeitpunkt verstehen. Behaltet bis dahin den Ring. Ich weiß, dass er von Bedeutung ist. Vergesst nicht, das, was ihr hier gefunden habt, genau zu untersuchen. Diese Hinweise sind von größter Bedeutung. Oh, schön, mein Vieh macht da gerade noch ein paar Viecher kaputt. Das ist super. Leute, wir machen beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Divinity 2 Ego Draconis im Flame of Vengeance DLC. Bis dann, Leute. Tschüss. Lasst mir einen Kommentar und Bewertung da.